Herzlich willkommen zur Videoreihe Gesunde Ernährung bei Osteoporose. Ich bin wieder bei Renate Xmeier, unserer Expertin in Sachen Ernährung. Hallo Frau Xmeier. Hallo. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und ja, was machen wir heute? Heute machen wir ein Blitzrezept. Ich möchte gerne mit Ihnen Bandnudeln in einer Gorgonzola-Soße machen. Sie wissen ja, bei Osteoporose ist es wichtig, dass Sie ausreichend Kalzium zu sich nehmen. Was aber auch wichtig ist, dass man die Phosphate runterfährt. Das ist nämlich das Problem bei vielen Jugendlichen, dass sie sehr viel phosphatreiche Lebensmittel essen, Fertigprodukte oder die ganzen Cola-Getränke. Mhm. Und das Phosphat verhindert den Einbau von Kalzium in den Knochen. Ja. Und da muss man immer gucken. Es gibt ganz einfache Gerichte, die man ganz schnell selber machen kann, ohne dass man unzählige Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker und solche Dinge hat. Ich habe dazu heute Gorgonzola, ein Stück Gorgonzola in Milch aufgelöst. Wir können jetzt noch ein bisschen einreduzieren. Und das Ganze wird verfeinert. Geht nur ein bisschen das Geräusch an. Dazu brauchen wir Bandnudeln. Die Bandnudeln habe ich schon vorgegart. Die sind hier schon abgetropft. Ich habe mir frische Bandnudeln genommen, die also nur eine ganz kurze Garzeit haben. Da können wir dann rausnehmen davon. Der Gorgonzola ist eigentlich schon aufgelöst. Und der Clou an diesem Rezept ist jetzt, was oben drauf kommt, nämlich in buttergebräunter Salbei mit angeschmolzenen Tomaten dazu. Ich glaube, ich kann das rübernehmen. Ich muss ein bisschen hier aus dem Weg. Gibt die Pfanne drauf. Ja, Salbei hat für uns ja auch manchmal einen gewöhnungsbedürftigen Geschmack, wenn man so als Salbei-Tee nur kennt von der Erkältungszeit. Aber wenn er angebraten wird oder in Butter gebräunt wird, wird er ganz knusprig und bekommt einen ganz prima Geschmack. Und man hat hier einfach den Genuss, wir haben hier weiter keine Zutaten, außer den Nudeln, Milch und Gorgonzola. Und wir brauchen einfach noch ein bisschen ein Pep für Rezept. Okay. Und das macht der Salbei. Ich habe den jetzt hier, so wie er ist, fängt schon fast an zu blühen. Die Blüte breche ich noch aus. Und dann wird der Salbei nur grob zerkleinert. Kann ich hier noch machen. Ich schneide nur die Blätter. Sie müssen auch den Stiel gar nicht raus machen. Das ist alles kein Problem. Bleibt drinnen bis nach hinten. Letzte Stückchen. Ich gebe den Salbei hier rein, dass die Butter nicht anfängt zu spritzen. Man kann auch so Nudeln oder Gnocchi oder sowas nur mit Salbeibutter essen. Das schmeckt auch sehr fein. Das ist sehr, riechen Sie schon. Riecht eigentlich schon fast gar nicht mehr nach Hustenbonbon, sondern riecht schon mehr nach der Butter. Und eigentlich brauchen wir jetzt nur noch die Tomaten anschmelzen. Ich glaube, ich teile sie in der Mitte auseinander. Es darf ruhig ein bisschen bräunen hier. Aber das gibt noch mal einen farblichen Akzent. Und dann können wir schon zum Anrichten kommen. So lange bräunt es noch. So. Nur ganz kurz anschmelzen, dass die Butter eben nicht verbrennt, aber diesen guten, diesen guten Restgeschmack bekommt. Vielleicht kennen Sie gebräunte Butter von was anderem? Ja, anschwitzen, je nachdem für Soßen oder so. Nein, auch so zum Anschwitzen, aber zum Beispiel wird im Fränkischen auch oft für den Karpfen serviert, eine gebräunte Butter, die man über den blauen Karpfen drüber gibt, macht also einen ganz tollen Geschmack nochmal. Man muss aber aufpassen, dass sie nicht so sehr bräunt. So, dann hole ich mal den großen Teller und den Schöpfer dazu. Und dann gucken wir mal. Ich brauche mal Platz. Ja, ich nehme noch. Ich stelle es mal rüber, dass es nicht so frisch. Dann machen wir aus. Und dann gehen wir von unseren Nudeln auf den Teller. Ich denke, eine schöne Portion Nudeln. Jetzt geben wir noch die Soße drüber.
So, ich denke, das ist schon gut. Und ich gebe jetzt Krönchen den Abschluss einfach farblich und geschmacklich nochmal die Abrundung für unser Rezept. Die geschmolzenen Tomaten und den Salbei dazu. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, sich mit ausreichend Kalzium zu versorgen. Dieses Gericht hat jetzt pro Portion schon wieder 450 Milligramm Kalzium. Bei einem Tagesbedarf von 800 bis 1200 Milligramm haben Sie also hier schon wieder den halben Tagesbedarf an Kalzium gedeckt. Wenn Sie sich ansonsten noch angewöhnen, dreimal am Tag ein Milchprodukt zu essen in Form von Milch, Joghurt oder auch einer Scheibe Käse und auch bei der Auswahl Ihres Mineralwassers darauf achten, dass Sie kalziumreiches Mineralwasser haben, steht einer Kalziumversorgung nichts im Wege. Und wieder haben wir ruckzuck für Sie ein leckeres Gericht zubereitet, ohne große Mühe, aber mit großen gesundheitlicher Wirkung für Sie. Da bleibt uns jetzt nur noch, wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. Wow.